Donnerstag ist wieder Videostammtischzeit und da wir uns die letzten Wochen ja über einige Spiele ein bisschen geärgert haben, na gut, bis auf Arne, der fand alles toll, aber wollen wir heute mal was Entspanntes wieder spielen. Wir starten mit Rotland, einem der ja, niedlichsten Spiele, die es eigentlich für Amiga und Co. gibt. Und ich guck mal, wer alles da ist. Thomas, was zeigst du uns heute? Hallo, ich trete heute an auf dem Amiga und zwar über die Amiga Live-Version zusammen mit dem Amiga Master mit Marcel. Maniac, was machst du Schönes? Hallo, bei mir läuft auch die Amiga Live-Version, allerdings nur für einen Spieler. Dann der Marcel, du hast dich mit Thomas verbunden. Wie geht das denn technisch? Thomas hat das kurz schon erwähnt. Wir benutzen das als Amiga Live. Das ist quasi ein Emulator mit Netzwerkfunktionalität. Und auch diese Woche der Boingball hier, ne? Er freut sich schon, er hüpft hier durch die Gegend. Ich werfe ihn gleich mal ins Körbchen, bevor wir loslegen. Den Ingo haben wir natürlich wieder dabei. Ich spiele heute die Amiga-Version. Ich spiele das Spiel zum ersten Mal. Ich kannte das vorher überhaupt nicht. Und da bin ich ja mal gespannt, was mich da erwarten wird. Dann haben wir den Jackie N, den Christoph dabei. Und die Version kenne ich nicht. Was ist das für ein System? Ich kenne sie auch nicht, weil ich das Spiel gar nicht kenne. Es ist die NES-Version. Ich spiele am liebsten quasi die Nintendo-Schiene immer. Arne macht's nicht unter Arcade, oder nach was sieht das dort aus? Genau, ich spiele heute die Arcade-Version auf RetroArch Marmet 2003 Plus und ich habe mir auch extra hier wieder mal einen Arcade-Controller zurechtgelegt. Der sieht so aus, das ist der F500 V2 und den habe ich dann natürlich auch gleich aufgemacht und mit originalen Zaimitsu-Teilen von der Firma Zaimitsu aus Japan ausgestattet. Dann haben wir den Danny da, unser Sid-Kid. Was spielst du Schönes? Moin in die Runde. Also ich habe mir die C64-Version rausgesucht, weil ich sie selber auch noch gar nicht kannte bisher. Ich bin gespannt auf das Spiel. Plattformer ist ja so meine Wellenlänge, da habe ich Bock drauf. Mal gucken, wie das Spiel so abgeht. Also ich freue mich drauf. Oliver, deine Version sieht auch irgendwie komisch aus. Was ist das denn? Das ist die Arcade-Version, allerdings die Version 2. Ich habe heute per Zufall gesehen, dass man in den DIP-Switches eine zweite Fassung freischalten kann. Und die hat komplett andere Level und komplett andere Gegner. Ich werde auch mit der Amiga-Fassung anfangen, aber ich werde auch zwischendurch mal auf die C64-Version switchen, denn die fand ich auch sehr hübsch. Ich habe sie eigentlich selber noch nicht lange gespielt und bin immer wieder zur Amiga-Fassung gegangen, weil die ja die schöneren Hintergründe hatte. Viel Spaß, einen entspannten Abend und ich hoffe, heute haben wir keine, sagen wir mal, Frustration wie in den letzten Wochen. Ja, das Wichtigste ist, dass man die Gegner nicht abschießt, sondern einfängt und um sich rumschleudert, wie ich das hier mache. Und wenn der Gegner dann geplatzt ist, hat man eine Waffe. Zum Beispiel jetzt hier eine Rakete und die kann man dann auf den Gegner, der kommt, feuern. Und so kämpft man sich dann von Level zu Level. Das Tolle ist, man kann das auch zu zweit spielen. Da schalten wir mal zu Thomas oder Marcel. Ihr spielt das gerade zu zweit. Wie ist das Gefühl über Amiga Live? Das ist wie lokal, da merkst du keinen Unterschied. Für mich sowieso, weil ich habe ja den eigenen Server aufgemacht. Das heißt, bei mir die Ping-Zeiten, die sind 000. Thomas hat nicht den Ingo-Effekt mit 29 Millisekunden, sollten noch spielbar bleiben. Für die, die es nicht wissen, Ingo, was ist der Ingo-Effekt in Bezug auf den Ping? Der Ingo. Dreistellig oder vierstellig ab und zu. An die Experten in der Runde. Yes. Ich habe das Spiel nicht mal gestartet. Ich bin in die Option reingegangen und hier steht Wit and Tem, do not jump. Man kann Man auch kann nicht springen, einstellen, man muss Leitern bauen. Ich bin jetzt beim ersten Endgegner hier beim Automaten. Der ist auch total süß. Da sind so rechts und links so Krokodile. Und jetzt kommen da so Mini-Krokodile, die die ausspucken. Es ist also wirklich total süß. Bei mir schießen sie mit Lasern. Ich habe jetzt gerade auch den ersten Endgegner von Version 2. Das ist so ein Panzer. Wie sieht die C64-Fassung bisher aus, Danny? Ist die ganz gut spielbar? Spielbar ja, aber ich finde die grafisch nicht so besonders schön. Es fehlt auch die Musik. Also du hast nur Soundeffekte. Das macht eine Menge aus. Das ist schade, weil auf dem Amiga ist das eine ganz charmante Musik. Ich habe jetzt schon diesen Ohrwurm wieder im Kopf, habe gerade meinen Ton abgedreht, weil sonst singe ich den ganzen Tag dieses Lied. Das geht gar nicht. Oh, gegangen. Ja, das ist das Extra-Leben. Nett präsentiert, ne? Hallo. Die Hintergründe sind so gut. Komm her. Na komm schon runter, haut nicht ab. Seid doch jetzt des Todes. Obwohl, sterben hier Gegner überhaupt oder werden die einfach nur transformiert? Es wird alles nur transformiert, das ist doch niedlich. Und das nächste Extra-Leben beim Thomas und mir. Und da gleich wieder die tolle Grafik. Also, tatsächlich. Ich bin überrascht, wie einfach das Spiel ist. Ich bin jetzt schon in Szene 15 hier bei der Automatenversion. Das ist doch sehr Vielleicht hast du erstaunlich. die Dipswitch doch zu einfach gesetzt. Ja, ich schaue jetzt mal. Also das wundert mich jetzt doch. Ich glaube, die NES-Version ist auch relativ einfach. Ich sehe hier keine Lebensanzeige. So leicht finde ich das Spiel jetzt nicht. Ich finde also, gut, ich bin wahrscheinlich der Einzige, aber die Steuerung hakelig. Kann man Nein, den es ist. Schwierigkeitsgrad ändern? Weil mir ist der zu schwer.
Die Steuerung ist überhaupt nicht hakelig, nein. Ja, aber Ingo, guck mal bitte, ich habe hier Viecher, die haben ganz lange Zungen. Das ist ja wie bei Kuskus. Ich will keine Zungen. Patrick, warum soll ich denn jetzt gucken, dass du Zungen da hast? Meinst du, ich mache jetzt einen Kommentar dazu? Ja, du erinnerst dich vielleicht an das andere Spiel, wo du das Zungenproblem hattest. Guck dir das an, ja. Das ist ja widerlich. Ich habe nur schöne Knuddelmonster. Patrick, stirbst du gar nicht, oder? Doch, ich sterbe auch. Aber du kennst mich doch. Ich habe natürlich unendlich viel Continues drin. Wie geht das? Keine Ahnung, die Version hat es angeboten. Jetzt verstehe ich, warum ihr alle so weit kommt. Eigentlich bei solchen Spielen mich dann zu begrenzen auf 5. Oh, ihr habt ein schönes immer ins Auge, ja. Oh, guck mal, hier kann Flammenwerfer, das ist ja cool. Die kann die auch. Die sind aber niedlich, die Wale. Der ist ja fies, der Flammenwerfer. Aber wenn es nicht alles so niedlich wäre hier. Es ist der wirklich Flammenwerfer so süß. Bösartig, ne? Aber es ist ein niedlicher der Flammenwerfer sah geil aus eben. Hatte ich auch schon gehabt, ja, ne? Selbst der Wal sieht niedlich aus, wenn er dich tötet. Das ist ja so schön. Oh. Das bei mir kommt jetzt ein Elefant reingesquallt. Oh, ist das süß, Gott, ist das süß. Wie süß das ist. Benjamin Blümchen, das hier ist das süß. Oh, wieder tot. Dynamit, Dynamit, ich hab Dynamit. Kavumm. Oliver, im Chat hat gesagt, dass die zweite Fassung ein bisschen unniedlicher ist. Meinst du, das war Absicht? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das eine Version war, die sie vorher hatten. Und weil ich nämlich auch so ein bisschen das Gefühl habe, jetzt gerade bei diesem Bossgegner, dass der auch nicht vom Schwierigkeitsgrad her nicht besonders gut austariert war. Weil das ist jetzt echt der Hammer gewesen. Das hätte mich am Automaten fast 20 Euro gekostet. Das ist ja ein fliegendes Gehirn beim Oliver. Ja, ein Metroid oder was auch immer. Der eine hat einen Elefant mit Kompass und der andere ein fliegendes Gehirn. Das finde ich ja echt lustig. Das Hirn ist irgendwie jetzt gerade draufgegangen in einer riesen Explosion. Und das sieht jetzt gerade so aus wie die Endsequenz. Die hat dann anscheinend nur 31 Level. Aber immerhin. So, ich habe jetzt auch den Dämon besiegt. Dann würde es ja bei mir wahrscheinlich jetzt auch vorbei sein. Bei mir kam Story Nummer 1 clear. Jetzt ist bei mir auch der Abspann, der normale. Und die Amiga-Fassung ist mit der Mutter vereint. Die Amiga-Fassung ist länger und schwieriger, das ist ja witzig. Deswegen kamen bei euch die Endgegner auch später auf dem Amiga. Da haben sie wahrscheinlich noch ein paar Level hinzugefügt. Jetzt gibt's Prügel, Freunde. Jawoll. Leider habe ich mich nicht aufgeschrieben. Ah, nein! Du hast mich verhauen. Hallo, 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 nicht alles zu mir. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich versuch's. Oh, ich hab die Leute gemacht. Oh. Kavumm, nee, tot, schade. Wenn du das zwei Jahre lang jeden Tag spielst, dann kommst du natürlich weit, aber. Seid ihr durch? Also ich, nein, Thomas, wir haben jetzt die Cutscene zum Endgegner, jetzt kommt der letzte Kampf. Einmal haben wir schon getroffen, zweimal. Dreimal und beide gestorben. Ich bin jetzt in der vierten Form. Ich kann bestätigen, dieses Passwort, das funktioniert. Man muss einen Coin reinschmeißen, dann unten und Start drücken. Kommt er wieder runter. Jetzt geht's wieder hoch. Geht Story Nummer 2 beim Automaten los. Ganz knapp. Eigentlich ganz fair, ne? Dann kann man also dann die Story 2 auch ohne Dip-Switches oder so spielen. Und die ist echt jetzt mit einem anderen Intro hier auch genial. Also hat das der Automat eigentlich 64 Stufe. Level. Ist ja auch cool. Ich dürfte haben jetzt. Dann erzähl was, wenn du den Abspann siehst. Ja, scheint zumindest eine schöne weiße Fahne. Scheint schon ganz gut zu sein. So, links oder rechts? Ihre Mutter, alle drei zusammen. Ja, aber ich krieg nur zwei Bilder und dann war's das. Als Endsequenz. Bisschen enttäuschend. Auf dem C64 hat der Elefant keine Pampers. Ich will auch Pampers haben. Da musst du noch ein paar Jahrzehnte warten, Ingo, und dann kriegst du auch Pampers. Ingo, das macht mir Angst. Ingo, ich glaube, dein Elefant trägt nur graue Pampers, weil sonst würde man da, glaube ich, was anderes sehen zwischen den Beinen. Das sieht aus bei Elefanten in der Haltung. Den Rüssel, ja? Ich glaube, das ist Natur. Sonst hätte der zwei Rüssel, der Elefant. So, das müsste gewesen sein, glaube ich. Jetzt fällt er nur noch runter als Kind. Das war rein Natur. Das war's. Wir sind wieder bei unserer Mami. Ah.
Und der Böse ist weggesperrt. Und der Dämon wird weggesperrt. Weggesperrt. Und das berühmte Game Over am Ende. Please try again. So, ich habe jetzt auch das Endmonsterchen, das kleine. Einfach ist der trotzdem nicht, finde ich, der kleine hier. Oh, wie oft muss ich den treffen, damit er wächst? Das ist ja... Oh. Ah, jetzt kommt der Endgegner. Oh Mann, der ist aber nicht so toll auf dem NES. Und wahnsinnig beweglich ist er auch nicht. Oh Mann. Thank you, ich and eat. So, so jetzt habe ich das Level auch gespielt. So, ich habe jetzt das Ende vom C64. Nee, hast das du nicht. Ende. Nicht? Ach, schade. Mehrmals. Du musst viermal. Der hat vier Stufen, Ingo. Viel Spaß. Ich bin gerade bei Stufe 4. Das dauert länger. Ja, der wird noch größer. Scheiße. Oh Gott. Ja, das ist die letzte Form. Das ist schön. Ah, jetzt ist er bei mir größer, hier beim C64. Jetzt bin ich im nächsten Teil. Ah, ich hab's geschafft. Ich sehe jetzt auch die Endsequenz. Jetzt gucken wir es mal komplett an. Tam und Rit heißen die beiden übrigens, falls ihr euch das merken möchtet. Ich bin durch. Ich bin durch beim C64. Mom. Ja, das sind zwei Bilderchen und dann kommt da jetzt, ich weiß nicht, ein Elf oder sowas, der spitze Ohren. Und ja, jetzt ist der. Jetzt kommt eine Musik. Jetzt kommt eine Musik. Und die ist sogar gut. So. Okay, in der Game-Version muss man auch die Mutter. Willkommen bei der CPC-Version. Sie ruckelt vor sich hin, ist relativ bunt, aber es geht. Es ist spielbar. Sie ist halt tatsächlich recht langsam. Die Gameboy-Fassung sieht ganz hübsch aus. Also, die muss sagen, die ist extrem flüssig, relativ schwer. Nein. Und die Haie sind, oder ja, die Haie sind relativ putzig animiert. Besser als auf dem NES. Aber ja, das ist ein relativ kleiner Bildausschnitt. Das heißt, das ist eines der ersten Spiele, die wir gespielt haben, wo es bisher keine so richtig schlechte Fassung gibt. Das ist ja erstaunlich. Alle haben ihren Charme, alle sind spielbar. Das ist ja Wahnsinn. Das Ende ist immer noch dran. Also da kommt die ellenlanger Fließtext und auch viele Bilder. Aber ich muss sagen, das ist für die Zeit eigentlich ein relativ befriedigendes Ende. Ja, jetzt kommt noch eine kleine Geschichte und es ist echt richtig befriedigend gemacht. Macht mir sehr viel Spaß, das Spiel. Schade, dass ich das vorher nicht kannte. Aber das kann man echt gut spielen. Und zu zweit macht es noch mehr Spaß. Das ist wirklich toll. Also ich habe das Spiel bis letzte Woche noch gar nicht gekannt. Und ich bin begeistert. Es ist so dermaßen niedlich, dass man fast schon Zuckerschock bekommen könnte davon. Thomas und ich versuchen es gerade ein zweites Mal durchzuspielen. Wo man wirklich drauf aufpassen muss, was ich gar nicht mehr so im Kopf hatte, man kann sich gegenseitig im Zweispielermodus auch die Gegner dann um die Ohren ballern und sich selbst dann töten. Also so richtig Spaß hat es mir jetzt eigentlich nicht gemacht. Das war jetzt nicht mein Genre. Ich war kurzweilig mit Trainer. Aber ich hätte jetzt, glaube ich, nicht die Motivation gehabt, das ohne Trainer lange zu spielen. Also das wäre jetzt kein Spiel, wo ich jetzt mal so nebenbei spielen würde. Echt, es ist eine Perle. Das Spiel kannte ich gar nicht. Aber ich muss sagen, die Gameboy-Version ist überraschend gut. Also die macht mir mehr Spaß als die NES-Version. Ich finde es wirklich gut gemacht, liebevoll, schön designt. Aber ich habe eindeutig zu wenig Übung. Aber ich werde es weiterzucken. Ich bin total begeistert und ich habe das Spiel früher schon sehr gerne gemacht. Verglichen mit Bubble Bobble finde ich es jetzt eigentlich fast genauso gut. Also es ist schon echt toll. Die C64-Fassung fand ich jetzt besonders nicht so dolle, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Musik fehlt, die Grafik finde ich jetzt auch nicht so wirklich gut gelungen. Ich würde da auch andere Genre-Titel irgendwie auf dem C64 vorziehen. Die C64-Version, glaube ich, werde ich nicht mehr anfassen. Also die Arcade-Fassung fand ich an sich sehr gelungen. Diese Version 2 fand ich streckenweise etwas unausgewogen vom Schwierigkeitsgrad her, muss ich gestehen. Die CPC-Fassung macht durchaus was her. Sie ist ähnlich wie bei der C64-Fassung, dass es keinen Sound gibt. Aber sonst gefällt es mir eigentlich auch ganz gut. Mich hat es sehr, sehr überrascht, wie nah die Amiga-Fassung Automaten ist und dass auch alle anderen Fassungen spielbar sind. Ich vermisse beim C64 die Musik. Das ist für mich der Hauptgrund, es dort nicht zu spielen. Ansonsten, die höheren Level, die ich bei Ingo gesehen habe, auch auf dem C64 fand ich recht schön. Das Endmonster am Ende wird ja auch immer hübscher. Ein Titel, den wir einfach als Geheimtipp, glaube ich, wieder weitergeben können. Wer Rotland noch nicht kennt, der sollte Rotland mal spielen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ansonsten haben wir vielleicht jetzt noch einen schönen Abend mit Space Taxi. Ich glaube, in Story 2 rettet man dann auch seinen Vater. Oliver, kann das sein? Hast du das gelesen, die Story da? Ja, ganz am Ende stand da was. Ja, genau, weil in der normalen Spiel rettet man ja seine Mutter und ich glaube jetzt seinen Vater. Mann, sind das Eltern, geraten immer in Probleme. Und die Kinder müssen es ausbaden.